Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner Einführung in das Cockpit der F-16 bei DCS. Ja, wie ihr euch sicherlich denken könnt, beginnt eine neue Tutorial-Reihe. Es geht hier um die F-16, wie bestimmt schon jeder erkannt hat. Und als Grundlage für die folgenden Tutorials möchte ich euch heute erst einmal das Cockpit vorstellen und zeigen, wo die verschiedenen Elemente liegen, damit ich dann nicht in den nächsten Tutorials immer wieder auf irgendwelche Punkte hinweisen muss. Oder falls Fragen offen bleiben, wo was zu finden ist, könnt ihr das Tutorial hier natürlich dann als Anhaltspunkt nochmal nehmen. Ja, ich würde sagen, wir beginnen hier auf der linken Seite, auf dem linken Panel und arbeiten uns dann in einem Flow von links nach rechts hier durch das Cockpit einmal durch. Ich gehe bei den Dingen natürlich nicht so sehr ins Detail ein, weil es dazu natürlich Tutorials geben wird, wie jetzt hier beim Data Entry Display. Also hier Data Entry Display oder hier das ICP, da gibt es eigene Sachen für und genauso bei anderen Sachen, die hier auf der linken Seite noch stattfinden werden. So, und jetzt gehen wir dann einfach mal in die untere linke Ecke. Ja, so bin ich mal ein bisschen weiter ran, damit auch jeder was erkennen kann und vielleicht kann ich auch ein wenig, ich stelle es mal so ein bisschen so zur Seite, weil sonst der Sitz hier einiges verdeckt. Das wird natürlich noch schlimmer, wenn man den Piloten dann eingeschaltet hat. Aber wie ihr bestimmt aus meinen anderen Tutorials kennt, mache ich das in dem Fall nicht. So, wir haben hier ganz links auf der Seite mehr oder weniger so ein Testing-Panel. Dort sind nur Schalter und Knöpfe da, die dazu dienen, Systeme zu testen, wie ein Fire- und Overhead-Detektor, ob die Lampen alle richtig gehen und so weiter. Diese Tests sind sogar in DCS eigentlich gar nicht richtig modelliert. Das ist eigentlich was Optionales, was man machen kann beim Startup. Aber dazu dann mehr im Startup-Tutorial. Dieses Panel hier ist das Flight-Control-Panel. Die F-16 ist natürlich ein Fly-by-Wire-Flugzeug und dafür muss es dann auch einen Fly-by-Wire-Computer geben. Und dieses Panel dient dann dazu, um verschiedene Funktionen dort zu machen, sei es der Test für den Fly-by-Wire-Computer oder auch das Zurückstellen auf ein Digital Backup, falls es mal einen Fehler in dem System gibt, dass man auf ein zweites System umschalten kann. Insgesamt gibt es vier unabhängige Systeme, bei mir FL, CS, hier A, B, C und D. Das sind insgesamt sowieso schon redundante Systeme. Aber trotzdem kann man dann damit an verschiedene Sachen machen, auch hierzu dann mehr im Startup-Tutorial. Dann haben wir jetzt noch hier das Trim-Panel hier unten. Das zeigt mir an, wie das Trim gerade eingestellt ist mit meinem Flieger. Das heißt, wenn ich jetzt hier an meinem Steuerknüppel mal ein bisschen Nose Up und Nose Down trimme, seht ihr, dass sich dann eben die Trimmung verändert. Also ich habe eine Anzeige, wie die Trimmung steht und ich habe hier auch so ein Rädchen, mit dem ich die Trimmung ändere. Und wenn ich das nicht über den Stick mache, könnte ich es auch hier eben mit der Maus ändern oder im ReLife eben mit den Fingern hoch und runter drehen. Weil das hier ist dann eben auch dazu da, falls mal was kaputt geht vorne am Stick oder die Trimmung sonst nicht funktionieren sollte, hat man hier die Möglichkeiten. Und genauso hier den Jaw-Trim, den man auch verändern kann. Und dort schaut man eigentlich immer vorm Start einmal drauf, ob hier die Trimmung alles so in ihrer Nullposition ist. Weil sich die natürlich dann nicht so einfach... man möchte jetzt nicht Nose-Down starten, wenn ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wenn die Trimmung ganz nach vorne ist. So, dann gehen wir mal weiter hier oben. Fuel, das sollte ja jedem auch klar sein, was es ist. Hier geht es um den Sprit im Flieger. Die wichtigsten Schalter befinden sich hier rechts, die beiden. Engine Feed, wo ich bestimmen kann, ob aus dem vorderen oder hinteren Tank oder aus beiden Tanks der Sprit entnommen wird. Wie hier auf dem Norm ist der eben aus beiden Tanks und sonst kann ich hinten und vorne auswählen. Und so hätte ich dann einen Einfluss auf den Schwerpunkt des Flugzeuges. Wenn mir das Flugzeug zu kopflastig ist, dann kann ich sagen, nimm mal wieder ein bisschen was aus dem hinteren Tank eher raus. Ob das so in DCS modelliert ist, kann ich gar nicht sagen. Ist auch die Frage, ob man das jemals so nutzen wird. Der andere wichtige Knopf ist hier IR Refuel. Wenn ich das auf Open mache, dann geht eben der Stutzen auf, wo ihr dann die Luftbetankung mit durchführen könnt. Hier unten das IFF-Panel. Das hat eigentlich die Funktion des Transponders und hier noch einen wichtigen Knopf. Also hier kann ich dann alles einstellen, was für die Transponderbedienung vonnöten ist. Es gibt zwar hier den Schalter,
Aber die restliche Bedienung des ISF findet eigentlich vorne über das Data-Entry-Display statt, im Sichtfeld des Piloten. Und diese Sachen hier sind dann, denke ich mal, alles nur Backup-Funktionen. Das ist nämlich dann hier auch der Schalter, den ihr finden könnt, wo ich hin und her schalten kann zwischen Backup und UFC. Das heißt, bei Backup benutze ich hier die Einstellung vom IFF und das Backup-Radio-Display, zu dem wir gleich noch kommen, das vorne ist. Normalzustand ist, dass es hier auf UFC steht und dann stellt ihr die Transponder-Codes und auch die Frequenzen für die Radios nur über das Data-Entry-Display vorne ein. Wichtig zu wissen wäre dann noch eben, ob hier auch die Mod 4 Sachen wie Reply und so weiter auch im Data Entry Display drin stehen. Da werde ich dann aber dazu kommen im eigentlichen Tutorial nochmal über das IFF. Dann darunter zu finden ist hier das External Lights Panel. Da müssen wir eben die Sicht einmal nochmal festmachen. Hier könnt ihr eben alles für die externen Lichter einstellen. Das heißt Positionslichter, das Anti-Collision Light, was hinten blinkt. Airway Refueling Light, das den Stutzen beleuchtet, wo der Tankgröße reingeht, und auch die Formationslichter, das sind diese türkis leuchtenden Streifen am Flugzeugen, die man dann eben, wenn die sonstige Beleuchtung nicht an ist, die anmacht, damit man im engen Formationsflug auch noch einen Hinweis hat, wo sich das andere Flugzeug befindet. So, dann geht es hier weiter. Bleiben wir erstmal auf der linken Seite, EPU. Das ist die Emergency Power Unit. Das heißt, wenn jetzt das Triebwerk ausfallen sollte im Flug, da ist durch so Beschädigung, dann habt ihr natürlich auch keinen Strom mehr, weil das nur noch über die Batterie läuft und die Batterie hat nicht genug Saft drauf, um euch eben die ganze Hydraulik auch am Laufen zu halten und auch die Flight Control Bedienung und so weiter. Deswegen schaltet sich im Flug dann automatisch die EPU zu, sollte das Triebwerk ausfallen, und diese sorgt dann dafür, dass das Flugzeug weiterhin mit genug Strom und hydraulischer Kraft versorgt wird, dass ihr das wenigstens noch weiterfliegen könnt, sei es eben im Gleitflug noch irgendwo hin oder eben vielleicht schafft es ja noch zu irgendeinem Flugplatz hin oder für eine Notlandung. Weil ansonsten würdet ihr ohne Strom und Hydraulik bei diesem Flugzeug wirklich alt aussehen, weil wie gesagt, es ist Fly-by-Wire und es gibt keine direkte Verbindung mehr zwischen Stick und Pedalen eben zu den Steuerflächen. Ja, dann habt ihr hier das Electrical Panel. Das ist eigentlich gar nicht groß. Das Einzige, was ihr hier habt, ist der Hauptschalter und ein paar Indikationen, welche Systeme gerade mit Strom versorgt werden. Und hier der Zustand, in dem alles aus ist, der Normalzustand, und der Schalter ganz nach vorne. Das sind zwei Wegeschalter, der steht auf Battery. Dort wird in der Mitte Flugzeug über Battery mit den die wichtigsten Systeme mit Strom versorgt. Aber der Generator ist nur eingeschaltet, wenn der Zwei-Wege-Switch ganz nach vorne hier ist. Dann gibt es noch hier AVTR, das ist im Prinzip eine Videoaufzeichnung im Real-Life, die ist aber im DCS nicht implementiert. Dann könnt ihr dann eben auswählen, was aufgenommen wird, und ihr seht, dass hier die Schalter noch nicht mal auswählbar sind im DCS. Also ich könnte hier sagen, möchte ich das HUD aufzeichnen oder möchte ich das HMD des Piloten aufzeichnen, und eben wann kann ich ein Event marken, wann ist irgendwas besonders passiert bei dem Video, dass ich das markieren kann. Dann kann ich das ja nach Besprechung halt nochmal mir anschauen. So, dann haben wir hier ICM-Panel. Die elektronischen Störmaßnahmen, den Jammer. Soweit ich weiß, funktioniert das auch noch nicht komplett. Müssen wir nochmal schauen, ob der Jammer in der F-16 jetzt funktioniert, in DCS, ich meine nicht. Ja, wie ihr auch sehen könnt, wir haben ja auch hier keine Clickpoints. Der steht immer auf An oder auf Transmit und hier in der Mittelstellung. Braucht ihr noch nicht sonst zum Kümmern. Falls das dann implementiert wird, mache ich da sowieso nochmal ein eigenes Tutorial drüber. So, dann machen wir diesen ganzen Block hier einmal, und da schalte ich sogar einmal dafür in die Pause oder in die Active Pause, weil ich muss einmal den Gashebel beiseite bewegen, wir rollen nicht, okay. So, dann könnt ihr das nämlich sehen. Wir haben hier einmal Audio 2 und Audio 1 Panel. Diese beiden Panels sind dazu da, um die Lautstärke, was ihr hört, eben einzustellen. Ihr seht hier Intercom, das ist die Bodenkommunikation,
oder tackern. Dann könnt ihr eben den Identifikationston des Tackerns, eben den Morsecode, könnt ihr euch anhören. Oder eben auch das ILS hat ja auch diesen Code, der übermittelt wird. Und dann hier für Audio 1 habt ihr die anderen Sachen wie Sweat, das heißt, das ist der Radar Warning Receiver. Der macht natürlich auch Lärm, wenn ihr den ein bisschen leiser stellen wollt, weil er schon seit 15 Minuten der MiG 29 verfolgt, dann könnt ihr den hier natürlich leiser drehen, dass das Geräusch nicht mal so nervt. Genauso hier MSL ist für den Missile-Ton, für die M9. Wenn nicht das zu laut ist, könnt ihr leiser drehen. Und dann ganz wichtig für die beiden Funkgeräte an Bord, habt ihr hier COM1 und COM2, wo ihr auch die Lautstärke separat ändern könnt. Squatch-Panels oder Squatch-Knöpfe funktionieren auch beide, offensichtlich, eben die Rauschunterdrückung. Ihr könnt ja eben hören, dass dann eben das nochmal kommt. So, jetzt geht der Gashebel mal wieder beiseite, weil wir jetzt hier zu diesem Panel hier oben kommen. Das ist hier, das sich hier befindet. Das ist sozusagen das Backup-Panel des ersten Radios, des UHF-1-Radios. Das befindet sich normalerweise in Main. Und dann hättet ihr hier die Möglichkeit, eben auch wenn das Datra-NT-Display noch zur Verfügung steht oder ausgefallen ist, könntet ihr eben ganz normal das Radio bedienen, die Frequenzen ändern und so weiter und so fort. Aber auch da würde ich sagen, darüber gibt es nochmal ein eigenes Tutorial. Und da bewege ich den Schalter nochmal, den Hebel nochmal weg. Hier gibt es noch einige Einstellungen für das Triebwerk, wo ihr, ich meine, Max Power, ja, steht ja schon, ist inoperativ, ist gar nicht umgesetzt. Bei der F16 Block 50 meine ich. Und auch hier könnt ihr ein Afterburner Reset und so weiter durchführen. Und hier das eigentliche Triebwerksmanagementsystem auch auf Secondary schalten, wo dann nicht mehr die komplette Leistung zur Verfügung steht. Das ist halt dafür gedacht, dass sollte irgendwas an diesem Steuerungssystem nicht mehr richtig laufen, dann kann man das auf einen sekundären Kanal schalten und dann noch reduziert benutzen bis, glaube ich, 85 Umdrehung oder 85% Umdrehung des Triebwerkes. Ja. Aber ich denke mal, das werdet ihr hier kaum nutzen. Wichtig ist dann eher, was hier vorne nochmal stattfindet, der Jet Fuel. Genau, zoome ich mal ein bisschen so. Das ist eben der, den ihr benutzt, um das Triebwerk zu starten. Den startet ihr auf Position 2. Dann läuft auch hier so ein kleiner Jet Fuel Starter, wie die APU bei der Hornet an. Bringt das Triebwerk auf eine gewisse Drehzahl. Und wenn ihr die dann erreicht ist, dann schiebt ihr den Gashebel eben nach vorne hier auf die erste Raste in den Idle Detent, in den Leerlauf und dann startet das Triebwerk. So, und jetzt sind wir hier vor schon angelangt bei dem ersten Panel, das noch von, oder den ersten Panel auf der Vorderseite. Ihr habt einmal hier unten rechts das große Gegenmaßnahmen-Panel, wo ihr auswählen könnt, Chefs, Flares, welches Programm benutzt wird und so weiter. Ganz klein angedockt hier unten ist nochmal HMCS, das ist der im Helm, was ihr eben sehen könnt, das Helmet Mounted Queuing System. Das könnt ihr dann hier einschalten, beziehungsweise auch die Helligkeit variieren. Und ihr habt hier nochmal das Bedienpanel für den Radar Warning Receiver und hier könnt ihr den einfach nur eben einschalten, aber sonst keine anderen Aktivitäten machen im Moment. Ja, gehe ich mal ein bisschen runter, damit hier auch nicht alles verdeckt ist. Hier kommen wir dann schon in die reinen Flugzeugfunktionen. Eben hier dreht es sich ums Fahrwerk, Bremsen und Stores Config. Und auch wichtig, der Speedbrake-Indikator, ob die Luftbremse hinten ausgefahren sind. Der große Fahrwerkshebel hier, wenn ihr den eben nach oben bewegt, dann fährt das Fahrwerk rein und dieser fängt dann auch an zu leuchten, wenn das Fahrwerk unsafe ist. Das heißt, es ist entweder nicht komplett drin oder nicht komplett draußen, währenddessen leuchtet das. Natürlich hier Three Greens für die fürs Fahrwerk, ob es auch wirklich verriegelt ist, alle drei Positionen. So, dann sind wir jetzt hier auf dem Panel vorne schon.
Hier haben wir noch so ein paar Einstellungen für Masterarm, ist ja klar, da ist er in der gleichen Position wie bei der Hornet. Laserarm befindet sich auch hier. Wir haben kein eigenes Panel für den Target-Pod. Die Bedienung findet ausschließlich hier über die MFD statt, aber wir haben separaten Switch hier noch für Laserarm. Und RF, Normal, Quiet und Silent, das ist einfach, wo man einstellen kann, ob das Flugzeug nur irgendwelche Signale aussendet oder Quiet, dann kommt kaum noch was raus, das heißt Tarkan geht aus, nicht benötigte Funksignale. Ich glaube, das Radar, bin ich mir jetzt unsicher, ob das ausgeht, aber bei Silent ist eben jegliche Kommunikation nach außen erstmal weg, wir senden keine Funksignale mehr aus, so kann man uns aber dann auch nicht erkennen. Dann haben wir hier oben noch einige Anzeigen wie Master Caution und auch Fehleranzeigen. Alles, was wichtig ist, dass das sofort in unserem Blickfeld ist, während wir auf der rechten Seite noch ein anderes Warning Panel haben. Dann haben wir eine Fault Egg und IFF Ident. Das sind Schalter, die wir noch drücken können, aber auch dazu mehr dann in den einzelnen Tutorials. Ja, hier oben über dem linken MFD-Display haben wir dann den Radar Warning Receiver. Und auch dann haben wir hierfür dann Filteroption für den Radar Warning Receiver. Oder eben, dass hier nochmal extra Launch blinkt, falls eine Rakete auf uns zufliegt. Und wir können dann eben auch den Mode of Priority schalten, dass wir nicht so viel sehen können. Hier funktionieren auch nicht alle Schalter, wie System Test zum Beispiel für einen Bit-Test, der funktioniert leider noch nicht. Aber auch da gibt es dann ein eigenes Tutorial drüber. Ja, über das HUD brauche ich erstmal nicht mehr zu erklären. Da gehe ich dann vielleicht nochmal später darauf ein, dass ich da auch jede einzelne Punkte erkläre, weil wir ja auch verschiedene Master Modes haben, in dem sich das Flugzeug befinden kann, eben im Air-to-Air oder Air-to-Ground, und dann unterscheidet sich das HUD natürlich schon einigermaßen voneinander. Ja, dann haben wir hier oben eben das ICP für Integrated Control Panel, wenn mich jetzt nicht alles irrt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe, aber eben das ist mit ICP gemeint, und hier ist das DED oder Data Entry Display, wo ich dann Sachen, die ich hier eintippe oder Sachen, die ich hier verändern möchte, über das Panel hier eingeben kann. Auch hier wieder, weil dort die Bedienung ist ein bisschen komplizierter, weil viele Tasten doppelt belegt sind, oder wir haben auch gewisse Listtasten, wo man dann über das Menü dann hier noch weiter tiefer rein kann. Und das ist auf jeden Fall auch ein eigenes Tutorial wert. Da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Dann hier in der Mitte des Panels haben wir unsere Standby-Instrument. Das heißt ganz normal Fahrthöhe und der künstliche Horizont. Also so ein bisschen zerstört das Instrumenten-T. Angel of Attack Indicator und Variometer haben wir dann hier. Falls mal was beim HUD nicht in Ordnung ist, haben wir hier noch die Möglichkeit, ganz normal diese Sachen zu benutzen und können weiter ganz normal fliegen. Hier unten haben wir dann nochmal ein HSI drin, aber auch schon in der moderneren Form, nur noch mit einem digitalen Display. Das sollte dann eigentlich jedem schon bekannt sein. Hier können wir dann noch, ist ein bisschen unglücklich gewählt, finde ich, die Position, weil das dient hier zur Auswahl des Tanks, das heißt, zur Auswahl der Tankanzeige, besser gesagt, wo ich dann bestimmen kann, was wird angezeigt, und das ist ein bisschen blöd angebracht, weil die Tankanzeige befindet sich hier und hier ist der Schalter dafür. Ihr seht schon, dass ich dann hier, wenn ich hin und her schalte, ändert sich dann eben die Anzeige, weil die Schalter dann anzeigen, wie viel wirklich in Tanks drin ist, weil wir haben zwar hier einen Totalizer, 6400 Pfund sind drin, aber ich kann dann hier mit umschalten, wie viel ist im Internal Wing, im External Wing haben wir 0 oder eben in den normalen Tanks, und dann haben wir auch hier die Anzeige eben für AF, für Aft und Front oder für links und rechts, je nachdem, ob wir Flügeltanks dabei haben. Das ändert sich dann. Das könnt ihr dann eben hier drauf einstellen und den Fuel Transfer Switch, ob man sagen, man möchte jetzt zuerst die Flügel entleeren und dann die anderen Tanks, aber auch das machen wir irgendwann mal später. Hier oben habt ihr noch einen Standby im künstlichen Horizont und die Viewflow-Anzeige. Ich bin noch in Active Pause. Ne? Ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen Gas gebe, seht ihr, wie der Viewflow steigt, und das ist, glaube ich, eine wichtige Anzeige, weil wenn wir mal hier in den Afterburner reingehen, seht ihr schon, da geht dann schon einiges durch und man möchte nicht die ganze Zeit im Afterburner fliegen.
Und manchmal habt ihr auch eine Mission-Kriterien, wo ihr sagt, ihr möchtet jetzt noch 2 Stunden fliegen und dann stellt ihr hier einen richtigen Fuel-Floor ein, wo ihr sagt, dafür reicht der Sprit dann auf jeden Fall noch locker 2 Stunden und daraus leitet sich dann eine Geschwindigkeit ab. Ist eigentlich nicht schlecht, dass es hier ziemlich prominent ist und auch ziemlich gut zu lesen. Dann sieht man immer, wie es darum bestellt ist. Ja, rechtes Multifunktionsdisplay und auch hier sind jetzt die Triebwerksanzeigen. Einmal Öldruck, Nozzle Position, das heißt, wie weit ist hinten beim Flugzeug die Düse geöffnet. Im Leerlauf ist sie ziemlich weit geöffnet, bei 80%, und wenn ich jetzt Gas gebe, dann ist sie fast ganz geschlossen, damit eben die Strömungsgeschwindigkeit noch erhöht wird. Und wenn ich jetzt auf Afterburner gehe, dann geht die wieder auf, damit eben dann noch mehr raus kann. Ja, RPM Percent, mit wie viel Prozent läuft gerade so ein Triebwerk und die Turbine Inner Temperature. Das heißt eben, wie viel Grad herrschen gerade in der Turbine innen drin. Und auch da ist klar, gebt ihr mehr Gas, ist eben mehr drin. Ist eben mehr Sprit drin, wird mehr verbrannt und so ändert sich dann eben auch die Temperatur. Und ist eben auch ein Indikator für, wenn das Triebwerk mal kaputt ist oder ob es eine Zündung stattfindet beim Start. Wenn ihr jetzt hier einen Gashebel reindrückt und es ändert sich nichts, wenn ihr seht, die Temperatur steigt nicht an, dann hat keine Zündung stattgefunden. Ja, Standby-Kompass ist klar, den kann man sich ja nie wegdenken, der ist immer irgendwo versteckt im Cockpit. Dann Tankanzeige, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und dann haben wir hier ganz interessant, wir haben 2 verschiedene Displays für die Fehlerdarstellung. Einmal von den wichtigsten Systemen, wo wirklich eine Lampe angeht. Und dann haben wir hier ein Bit-Test-Display, wo dann nochmal andere Sachen dargestellt werden können. Das ist aber, soweit ich weiß, nicht implementiert, weil auch die Multifunktionsseite, wo diese Tests dargestellt werden würden, hier auf dem Multifunktionsdisplay unter Testseite, hier seht ihr, ist noch ein Test-Placeholder. Die Sachen sind in der jetzigen Version noch nicht drin. So, ich gehe nochmal ein bisschen zur Seite, ob man die Sachen dann dahinter sehen kann. Jedenfalls haben wir hier noch 2 Anzeigen für den hydraulischen Druck. Ähnlich eben wie bei der A10. Der Steuerknüppel sollte A10-Fliegern auch bekannt sein. Der sieht fast 1:1 genauso aus. Wir haben hier APU-Fuel für diese Emergency Power Unit. Das ist ja, die euch mit dem Notstrom versorgt und die läuft mit Hydrazin. Und das ist auch nicht unbegrenzt an Bord. Und das zeigt euch eben an, wie lange ihr ungefähr damit noch fliegen könnt. Die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Müsste man dann nochmal nachschauen. Vielleicht reiche ich das nach. Aber ihr könnt dann eben sehen, wenn ich jetzt schon eine ganze Zeit geflogen bin mit der APU, das Ding steht auf der Hälfte, dann weiß ich, ich kann nochmal so lange und dann habe ich erst ein Problem. Hier hinter dem Steuerknüppel versteckt den Cabin Altimeter. Das heißt, welcher Luftdruck herrscht gerade in der Kabine oder auf welcher Höhe befindet sich die Kabine. Eine Uhr hat, denke ich mal, jeder schon gesehen in seinem Leben. Da brauche ich jetzt nichts zu sagen. Stoppuhrfunktion hat sie auch, jawohl. So, und dann wird es hier mal wieder ein bisschen interessant. Wir haben hier ein Powerpanel mit den 4 Schaltern, wo ich einmal Left Hardpoint, Right Hardpoint, das heißt, da habe ich einen Target-Pod dabei oder später mal ein Harm-Targeting-System. Die hängen ja vorne rechts an dem Flugzeug neben dem Lufteinlass und vorne links. Und wenn dort irgendwas hängt, wie jetzt zum Beispiel der Target-Pod auf der rechten Seite, dann kann ich die hiermit über die Schalter mit Strom versorgen. Wenn dort nichts hängt, kann ich die natürlich auslassen. FCR, das ist das Fire Control Radar. Sollte auch jedem ein Begriff sein. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich halt nichts verschießen. Und Radar Altimeter Switch, auch klar. Der Radarhöhenmesser, den kann ich hiermit auch nochmal separat ein- und ausschalten, beziehungsweise auf Standby vorm Start. Ich habe hier komischerweise Sachen fürs HUD, aber ich denke mal, das sind Funktionen, die nicht sehr oft benutzt werden. Deswegen hat man die hier unten ausgegliedert. Da sind so Sachen dabei, dass ich hier Night and Day umschalten kann oder ich kann hier auf Auto breit lassen. Dass Sachen auf dem
von dem Data Entry Display auch aufs HUD projiziert werden. Ist einerseits die Möglichkeit, dass man Sachen verändert und noch weiter rausgucken kann. Oder eben, wenn das DED-Display nicht mehr zur Verfügung steht aufgrund eines Fehlers, dann kann man die dann eben auch auf dem HUD darstellen. Ja, Ground Speed Indicator oder True Air Speed. Wie gesagt, ihr könnt ja noch ein bisschen was am HUD ändern. Mache ich dann im HUD-Tutorial. Hier haben wir nochmal ein Lightning Panel, aber diesmal für die internen Lichter. Das heißt, auf den Konsolen kann ich eben die das Licht einschalten, auf die Instrument Panel vorne, und das Data Entry Display kann ich auch in der Helligkeit regulieren. Tipp, das habe ich jetzt mal gemacht, wenn ihr Flugzeug hochgefahren habt und das Data Entry Display ist leer, keine Panik bekommen, es kann auch einfach nur hier der Drehschalter sein, der komplett auf Aus steht. Dreht den einfach auf Breit oder ein bisschen nach oben und schon ist wieder alles gut. Ja, und Flutlights, die wird man jetzt nicht erkennen, dass tagsüber ist. Damit macht ihr eben die Hintergrundbeleuchtung im Flugzeug an, dass dann nicht nur die Instrumente und die Beschriftung beleuchtet werden, sondern eben das komplette Innenleben des Flugzeugs. Dann haben wir noch hier Air Condition, das sollte klar sein. Ihr könnt ja theoretisch die Temperatur im Flugzeug regulieren. Macht natürlich jetzt bei euch nichts. Wichtig wäre noch Air Source. Dort bestimmt ihr, wo die Pressluft für die Air Condition herkommt. Der muss zwingend auf Norm stehen. Wenn er nicht auf Norm steht, wird die Avionik überhitzen. Ich weiß nicht, ob es modelliert ist. Kann ich auch mal ausprobieren, wenn ich ihn auf Off schalte im Flug, und wenn es dann ausfällt. Ja, ist es dann halt. Zero Eyes ist etwas, was wohl da ist, aber auch fragwürdig, ob es modelliert ist. Hier könnte man eben Daten löschen, falls man jetzt im Feindesland eine Notlandung macht. Und die möchte man nicht, dass man diese Sachen aus den Bordcomputern auslesen könnte. Für den Feind kann man hier mit Zero Eyes eben alles zurücksetzen und löschen an Daten, was noch drin ist. Genauso wie hier Nuclear Consent. Der ist gar nicht richtig drin. Wie das auch da funktioniert, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, wenn man auf ARM Release stellt, dass dann Atombomben theoretisch abwerfbar wären, aber die gibt es ja hier für den Flieger nicht in DCS. Zum Glück, weil sonst wird es ein bisschen durcheinander werden auf den Online-Servern. Ja, hier ganz auf der rechten Seite, und da sind wir ja auch gleich schon durch, haben wir hier oben nochmal was aber hier durch die Armstütze verdeckt ist, dieses Encryption Radio. Das ist, denke ich mal, man kann es zwar anklicken, aber es ist nicht modelliert. Dann haben wir hier Oxygen, das ist das Teil, was uns eben mit Sauerstoff versorgt im Flugzeug. Wo man dann umschalten könnte auf Emergency, wo immer der Flow ist, wo natürlich aber der Sauerstoff auch sehr schnell verbraucht wird, wenn ihr jetzt mal darauf achtet, wie der Zeiger jetzt hier schnell sinkt. Das ist eben die Notversorgung mit Sauerstoff. Ihr kriegt jetzt gerade das richtig in die Lunge geblasen. Und wenn ich das wieder auf Normal stelle, dann seht ihr, dass der Flow nicht die ganze Zeit stattfindet, sondern nur, wenn man theoretisch atmet. Und genauso wie hier Norm oder 100%. Wenn ich noch nicht auf der größten Höhe bin, die ich erreichen kann, dann wird mir nicht 100% Sauerstoff eingeflößt, sondern eben der Höhe entsprechend nur 50% und so weiter. Und auch hier kann ich sagen, habe ich jetzt im Real Life irgendwelche Beschwerden, könnte ich den Sauerstoff auf 100% stellen und kriege reinen Wein eingeschenkt oder Sauerstoff in dem Fall. Ja, und Supply, das Ding muss in der Mitte stehen, sonst würdet ihr keinen Sauerstoff bekommen. Jetzt hier off, ist klar, gibt es keinen Sauerstoff mehr für uns. PBG, weiß ich nicht, was es bedeutet, ist aber auch nicht wichtig. Ihr müsst nur darauf beim Start vorher achten, wenn ihr die Maschine hochfahrt, dass das Ding mir auf On steht, weil sonst kriegt ihr irgendwann in der Luft dann Probleme. Spätestens wenn ihr richtig paar Gs zieht. NTIs für Engines ist klar, der Schalter sollte auf Auto stehen, dann wird der Einlass der Triebwerke enteist oder des Triebwerks vorne. Und falls dann mal trotzdem die Warnung kommt, weil Auto vielleicht nicht funktioniert hat, könnt ihr den noch auf On schalten. Und genauso könnt ihr auf Off. EndSelect auch hier für AFF, das heißt den Transponder, und UAF für das Funkgerät könntet ihr auswählen, ob ihr die oberen oder die unteren Antennen auswählen wollt oder auf Norm, wo es wahrscheinlich automatisch geschieht. Auch
Hier weiß ich nicht genau, wie es dort im Relive ist, aber bei DCS hat es wahrscheinlich auch keine Funktion. Avionics Power, hier wird es nochmal ein bisschen interessant. Das ist etwas, was ganz nach hinten im Flugzeug gewandert ist, weil es einfach nicht so wichtig ist während des Fluges. Aber hier schaltet ihr die ganzen Systeme fürs Flugzeug an, wie eben die MFD-Displays. Jetzt können wir mal schauen, ob ich das noch irgendwie verschieben kann. Geht nicht so aus, obwohl doch, so könnt ihr das besser erkennen. Theoretisch, wenn ich noch ein bisschen ranzoome. Ja, Upfront Controllers, ICP und DED, wo ihr es einschalten könnt, MFD, Map und auch Data Link, GPS und so weiter. Das sind halt Sachen, die macht ihr beim Startup, macht ihr die einfach mal alle an, stellt das INS halt an, aber sonst packt ihr da während des Fluges eigentlich nicht mehr hin, außer es passiert irgendwas. DTU, das ist die Data Transfer Unit. Ich hoffe mal, dass das irgendwann implementiert wird, weil hier legt man quasi die Datenkassette ein, wo man die Mission mitgeplant hat. Und dort steckt man eben die Kassette rein und dann werden die Missionsdaten ins Flugzeug überspielt. Das ist hier in DCS bei der JF-17 auch. Dort müsst ihr das machen, um eben die Sachen reinzuladen ins Flugzeug. Ist jetzt hier wahrscheinlich nicht drin. Oder noch nicht drin. Ich habe jedenfalls gesehen, die Seite befindet sich aber auch hier drin schon für DTI, auch mit Placeholder. Man kann hoffen, vielleicht findet das doch noch den Einzug hier ins DCS oder bei der F-16. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt hier einmal komplett durchgegangen. Ich habe alles erklärt. Und wie gesagt, auch ich, wenn ich es jetzt schon zum 500. Mal sage, ins Detail für den einzelnen Geräten gehen wir dann ein in den jeweiligen Tutorials. Ja, und weiter geht's dann im nächsten Tutorial mit dem Startup von der F-16. Und da brauche ich dann natürlich so ein Ding nicht mehr viel zu erklären, sondern ich gehe auf den eigentlichen Prozess ein. Ja, soweit so gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und falls noch nicht geschehen, abonniert mich auch bitte. Das hilft meinem Kanal zu wachsen. Und dann können noch mehr meine Tutorials sehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und wie immer Feedback und Wünsche rein damit in die Kommentare. Freut mich auch immer was zu lesen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Tutorial. Ciao.